guck gerade mal, wo ist denn hier noch? Dieser Schwinacker gehörte den Junioren-Weltmeisterin im 470er, also olympische Klasse. Super. Ganz nette Mädels, die unterstützen sich auch. Das hier zum Beispiel ist noch ein bisschen das Skelett, sieht man noch, das ist GER. Ja. Schwarz-Rot-Gold. Also offiziell verwendet worden für das irgendeine Segel. Das ist das olympische 470er Segel. Cool. Von den Mädels. Und super. Wir sind in der Welt, was gefettert. Also das ist auch richtig gerissen, das Segel, das ne, wie man sieht. Ja, das haben die abgeschnitten dann vom Mast. Ja, die sind gekentert, da sind irgendwie alle gekentert. Ich meine, ab einer gewissen Windstärke geht einfach nichts mehr. Und dann hat der Trainer das abschneiden müssen daher. Und dann kam es zu mir. Wahnsinn. Und das ist jetzt genau das, was auch Ihre Kunst ausmacht, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ein wahnsinnig schönes Bild und es ist sogar noch genau, das Segel. Genau, da kann man so ein bisschen, also das mache ich dann immer da hinten dran quasi, tacker ich dann, wenn das so, dies hier ist jetzt zum Beispiel das von Boris Herrmann von Malizia. Und Malizia war ja das Boot, das, mit dem Greta Thunberg genau, nach New York gesegelt genau. ist. Genau, dieses Segel, dann mache ich das so bei so wichtigen Segeln, die quasi... wo auch jemand das kennt, da schneide ich mal so ein kleines aus und tacker das nochmal hinten dran. Dann wird toll. Das so hinten, also so sieht es ja original aus, so wenn das hier drauf ist. Und dann kommt hier so ein kleines Segel noch hinten ja, drauf. Super. Und dann schreibe ich das da immer drauf, was da so an wichtigen ist.